Und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Mapmaking Monday, der Montag, wo wir euch zeigen, wie wir Adventure Maps oder ähnliches bauen. In der ersten Folge geht es heute darum, dass wir die Texturen aus dem Silent Hill Resource Pack in das Horror Add-on tun, was wir bisher benutzen. Bisher muss man immer beide Resource Packs laden, damit es auch schön aussah, da wir nicht die Rechte an dem Silent Hill Resource Pack hatten. Jetzt haben wir aber mal die Miss Red Xurilbara angeschrieben, ob wir die Texturen benutzen dürfen. Und sie hat diese Frage bejaht. Und deswegen können wir jetzt die Texturen einfach aus ihrem Package in unser Horror-Add-on laden. Das heißt, wir haben ein fertiges Ressource-Set quasi, was man speziell für diese Map nutzen kann. Aber auch eben nicht so viele Texturen, zum Beispiel die ganzen Items, die schmeißen wir alle raus. Und damit dieses Package keine unnötigen Texturen beinhaltet und möglichst platzsparend ist. So, hier haben wir jetzt einmal alle Ressource-Packs aufgelistet. Einmal das Horror-Add-on und das Silent Hill Resource-Pack. Hier sieht man schon, dass das Add-on einige Ordner mehr hat, zum Beispiel die Models, Blockstates, Sounds und sowieso auch das Ding hier. Was jetzt schon mal von Vorteil ist, weil wir jetzt nicht mehr so viel kopieren müssen. GUI. Da wissen wir schon mal, GUI kann eigentlich raus. Das Beam, was auch immer das ist. Zumindest Items. Ja gut, da hat er auch noch ein Terrain-PNG. Das ist nämlich noch eine alte Version, das ist die 187. Kann also auch alles weg, das kann weg, das kann weg. Alles brauchen wir alles nicht, das ist schon mal super. Sounds brauchen wir auch nicht. Texturen, also Texts. Das ist das, was Minecraft im Ladebildschirm hat, brauchen wir auch nicht, also müssen wir uns nur um die Texturen kümmern. Das ist ja auch der Hauptpunkt. Und da ist eben alles drin und da müssen wir ordentlich aussortieren und müssen schauen, was wir davon brauchen, was wir wegschmeißen können. Gehen wir auch erstmal hier rein und gehen mal in die Blocks rein. Und jetzt sieht man eben, weil ich jetzt nicht in der ZIP- oder RAR-Datei bin, ich bin gar nicht sicher, welche Datei das ist, können wir jetzt aussortieren und sagen, okay, wir brauchen das Bett, ist klar. Da bin ich mir aber auch noch nicht sicher, ob ich das ändern werde nochmal, weil dieses Bit einfach nicht in unsere Map passt. Und jetzt fange ich einfach mal an, die ganzen Texturen, die wir brauchen, einmal da rein zu kopieren. Zum Beispiel den Kuchen brauchen wir nicht und den Kaktus brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Hier haben wir auch beispielsweise die Texturen für den Daylight-Detektor. Wie manche von euch wissen, haben wir das Telefon in unserer Map drin und das nutzt eben die Texturen oder das Model vom Daylight-Detektor. Deswegen muss das zum Beispiel nicht mit rein. Hier haben wir ebenfalls noch zwei weitere Texturen, die wir nicht ins Resource-Pack übernehmen müssen. Einmal Furnace Height und Furnace Top. Die sind eben... Die sehen genauso aus wie die Stone-Textur, deswegen müssen wir die nicht übernehmen und können einfach nachher im Model schreiben, dass er statt den beiden Namen einfach Stone nehmen soll. Die Texturen von den Blöcken sind jetzt kopiert, das heißt, wir können jetzt mal das Silent Hill Resource Pack rausnehmen und schauen mal, was jetzt noch fehlen würde. Das können wir jetzt im Nachhinein sehen. Das Resource Pack ist aber trotzdem genauso groß oder ist sogar größer. Wir können jetzt mal hier auf Eigenschaften gehen von den Blocks, sehen wir 37 MB. Und bei dem Silent Hill Resource Pack haben wir 33. Und das liegt einfach nur daran, dass wir mehrere Blöcke hier drin haben, wie zum Beispiel die Chest, die 512 Pixel groß sind. Das sind wir jetzt hier. So, da fliege ich jetzt mal ganz schnell aus dem Büro raus in unsere Horror Map und schauen mal, was hier noch fehlt. Okay, jetzt sehen wir schon mal, das sieht irgendwie komisch aus, weil jeder Grasblock gleich aussieht. Das können wir gleich noch einstellen, hat aber auch irgendwie was, weil man sieht, die, es gibt eine Textur, die für die Farbe zuständig ist, damit nicht alles gleich aussieht, was es gerade tut. Hat aber auch irgendwie etwas. Naja, das ändert sich gleich noch. Aber wir sehen zumindest, die Texturen sind alle da. Zumindest auf den ersten Blick. Der Diamantblock, den müssen wir zum Beispiel noch hinzufügen. Das kann ich einfach schnell machen. Einfach Blocks und dann schauen wir mal hier drinnen. Wo ist denn dieser Diamantblock? Der ist da. So, gehen wir rein, wieder ins Spiel rein und drücken F3 und T. Zack. Um weitere Texturen, die mir später noch auffallen, wie zum Beispiel das Glas da oben, werde ich mich gleich nochmal kümmern im Speed-Modus. Und dann sollte das aber schon mal hier mit den Blöcken schon mal funktioniert haben. Wir haben zum Beispiel jetzt hier Labis, brauchen wir nicht. 16x16 kann jetzt so bleiben. So sparen wir Platz, weil die Textur habt ihr auch selber. Muss also nicht im Download mit inbegriffen sein. So, weiter im Text. Wir gehen jetzt also einmal hier in die Color Map rein. Und das ist dazu da, dass das richtig angezeigt wird. Das ist ganz simpel jetzt. Wir ziehen einfach den Ordner jetzt hier rein. Fertig. So, Entity brauchen wir. Bin ich der Meinung, auch nicht. Wir haben eine Entity selber, die ich jetzt nicht zeigen werde. Die ist nämlich schon hier drin, hier rechts da. Aber wir brauchen eigentlich keine Monster, zumindest keine Skelette oder ähnliches. Das werden wir später mal hinzufügen, wenn wir sie brauchen. Aber bis jetzt haben wir keine Tiere und auch keine Monster. Also weniger, auch wieder weniger Dateien. Environment, was war noch hier drin? Clouds. Clouds könnten wir brauchen, genau wie die Mondphase. Kann man dann später ändern, wenn man will. Aber wir brauchen auf jeden Fall Environment. Also gehen wir jetzt hier rein, löschen nochmal das End, weil das brauchen wir nicht. Rain, Snow, Snow brauchen wir, bin ich der Meinung, auch nicht. Und wenn wir es brauchen, dann füge ich es später nochmal hinzu. So. So, jetzt sind wir im GUI-Ordner. Da ist es so, da haben wir vieles, was wir nicht brauchen. Und teilweise gibt es auch ja Sachen, die nicht mehr texturiert sind oder nicht hochauflösender sind.
Das brauchen wir also auch nicht. Widgets habe ich selber schon neu gemacht, also zumindest teilweise. Man sieht hier das Inventar, zumindest die untere Leiste. Das Book, das brauchen wir auch nicht, weil wir unsere eigenen Seiten haben. Also den ganzen Kram hier, oder was ist das hier? Das brauchen wir. Das werde ich wahrscheinlich mal ändern später. Aber packen wir es mal rein. Options Background, brauchen wir das? Packen wir mal nicht rein, das mache ich später. So, Archivement brauchen wir auch nicht, ist auch alles alt. Container, das ist schon wichtiger. Da haben wir Inventory und Generic, haben wir schon. Anvil, na gut, packen wir mal rein, weil man kann die Dinger hier öffnen und deswegen packen wir die rein. Ähnliches gilt auch für den Title-Ordner, der im GUI-Ordner mit inbegriffen ist. Das heißt, wir haben jetzt immer den Background-Ordner und da sehen wir schon mal, das sieht ganz anders aus. Und zweitens haben wir es schon. Also, Items brauchen wir auch nicht, auch schön. Map brauchen wir auch nicht, weil wir keine haben. Misc. Achso, ist schon drinne. Bei den Bildern haben wir uns dazu entschieden, dass wir nur Gemälde von Vincent van Gogh nutzen. Einmal die Sternnacht, jeweils das und auch das zweite Bild. Und die werden jetzt ab der nächsten Map-Version quasi mit Items gerendert, mit Armor Stands. Deswegen sind die noch hochauflösender und sind quasi überall hinzusetzen. Bilder sind ja nur an Blöcke zu setzen und Items überall. Also brauchen wir das auch nicht. Diese Textur, die wird es auch in Zukunft nicht geben. Die kann ich eigentlich auch schon löschen. Ich lasse die noch drinne. Oder lasse ich sie drinne? Nein, ich lasse sie nicht drinne. Tschüss. So. Fertig. So, Painting. Painting. Particle. Particle packen wir mal rein. Footprint sehen wir, das ist eigentlich nichts. Ich lasse es mal drinne, damit ich mich später daran erinnere, dass es noch vielleicht geändert werden muss. Aber wenn wir jetzt in Minecraft reingehen und F3 und T drücken, sollte das alles besser aussehen und so aussehen wie vorher. Ja, damit habe ich gerechnet, weil mir ist noch eingefallen, die Kiste ist ja eine Entity. Das heißt, wir müssen nochmal hier in unsere Entity reingehen und suchen nochmal die Chest, genau. Also brauchen wir das. Ist noch irgendwas anderes, was vielleicht wichtig wäre. Und das war's. Also packen wir jetzt das hier einfach mal rein. So, also nochmal reingehen und F3 und T drücken. Super, Kiste ist drinne. Die werde ich auch nochmal ändern. Weil das passt einfach nicht, was auch immer da drauf steht. Ich werde, glaube ich, die Holztextur einfach draufsetzen. Und hier irgendwo genau das hier, dieser Hase, den ändern wir auch nochmal. Entweder machen wir es weg oder wir machen unseren Diamantkristall oder unseren eigenen Toot Adventures Kristall da rein. Und was eben cool ist, klar, wenn der Spiel jetzt in den Creative-Modus geht und hier rumläuft, denkt er sich so, hey, das ist ja voll hässlich, die Items sind nicht drinne. Aber es sind eben die wichtigen Items drinne, wie der Hammer zum Beispiel. Und die Taschenlampe, wenn ich jetzt wegwerfe, dann haben wir die Taschenlampe. So, dann haben wir die Taschenlampe. Weil das ist ja eigentlich nur eine Axt. Aber das weiß man ja nicht. So, Essen war, glaube ich, nichts. Jetzt ist es auch selber für uns übersichtlicher, weil jetzt können wir sagen, okay, wir haben noch den Block frei oder auch den und können den einfach neu belegen mit eigenen Blöcken. Und so haben wir jetzt nochmal neue Möglichkeiten oder eine neue Übersicht, um zu wissen, welche Blöcke wir jetzt verwenden dürfen. So, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum Freitag, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.